diese Unterdrückung, dieses Design aus der Ahnenlinie, was das mit einem macht. Ich nenne es per se Human Design, aber es ist eine Sozialisierung, die wir alle erfahren, wo wir als Menschen sozialisiert werden, wo wir als Persönlichkeiten sozialisiert werden, wo wir als Persönlichkeiten beschrieben werden, wo unsere Seele quasi zum Mensch gemacht werden aus einem menschlichen Design, das aber nicht unserem Divine Design entspricht. Und zu erkennen, wie das Ganze funktioniert, ist die Voraussetzung dafür, dass du dich da freisetzen darfst. Du darfst frei sein, du darfst neu sein. Du brauchst deine Persönlichkeit keinen Moment weiterzutragen, weil es wäre niemals deine Persönlichkeit. Es war noch nie das, was du wirklich bist, was du bis jetzt gelebt hast. In deinen verschiedenen Rollen, in deinen Rollen als Tochter, deiner Rolle als Schülerin, in deiner Rolle als Mensch hier, in deiner gesellschaftlichen Rolle. Das sind Rollen. Und niemand hat dir gesagt, dass du die Rollen wählst. Du hast geglaubt, diese Rollen, die sind da und du musst sie übernehmen. Niemand hat dir gesagt, dass du selber dein Drehbuch schreibst, dass du selber deine Rolle schreibst, dass du selber deine Hauptrolle schreibst und dass du selber die Rollen anderer Menschen in deinem Leben festlegst. In unserer sozialen Gesellschaft gibt es ein klares Rollensystem. Es gibt klare Annahmen, Glaubenssätze über Blut, über Blutsverwandtschaft. Und die sind einzuhalten. Sonst bist du alleine. Sonst liebt dich niemand. Sonst will dich niemand. Sonst bist du nicht gut genug, wenn du nirgendwo dazugehörst. Wenn du nirgendwo ein Teil bist, also füg dich ein und werde Teil deiner Familie. Und damit du Teil deiner Familie sein kannst, deiner Herkunftsfamilie, musst du Werte, Normen, Glaubenssätze, Überzeugungen, Ansichten teilen. Aber was ist, wenn du das nicht tust? Dann bist du das schwarze Schaf. Und dann fühlst du dich noch schwärzer und noch falscher. Und das ist Psychologie, das ist Human Design. Das ist das, wie Psyche funktioniert. Aber du bist nicht Psyche. Das einzig Psychische an dir ist, dass du denkst. Du denkst. Und du denkst, was du willst. Du glaubst, was du willst. Du bist die Energie von allem, was da ist. Dieser Moment, wo du das begreifst, dieser Moment setzt dich frei. Dieser Moment befreit dich von all diesen Strukturen, die Glaubensmuster sind. Die sind Überzeugungen. Und diese Überzeugungen wiederum formen energetische Räume. Und du betrittst sie. Du betrittst sie. Jeden Tag, wo du wohin gehst, wo du dich in eine Gesellschaft begibst, wo du nicht sein möchtest, beschmutzt du dich selber, du zwingst dich selber, ein Teil von etwas zu sein, wofür dich nicht stimmt. Das ist keine Selbstliebe. Das ist nicht Selbstwert. Du musst es nicht machen. Du musst dich nicht beschmutzen. Du musst es nicht. Um dazu zu gehören, um zu Ahnen dazu zu gehören, um zu einer Familie dazu zu gehören, wo du einfach nicht dazu gehören möchtest. Deswegen bist du nicht falsch. Die Familie ist Human Design und du hast dein Divine Design erkannt. Du lebst mit anderen, ein anderes Mindset. Du lebst andere Ansichten. Du musst das nicht mehr teilen. Du musst nichts mehr teilen, was nicht von dir war. Du teilst nur noch dich, was von dir ist, was aus deinem Divine Design ist, wenn du diese Reise gemacht hast. Du teilst das. Und du zwingst dich nicht, Dinge zu sehen, die du nicht sehen willst. Niemand zwingt dich, einen Fernsehfilm zu Ende zu schauen. Bist du jemand, der aus dem Kino rausgeht, wenn der Film scheiße ist? Oder schaust du ihn zu Ende, bloß weil du bezahlt hast, weil du mal hingegangen bist,
weil ein Freund oder Freundin, Bekannten noch diesen Film fertig schaut. Bist du so jemand? Oder hast du Rückgrat und sagst, Entschuldigung, der Film ist nicht für mich. Ich gehe raus, wir sehen uns später. Oder vielleicht sehen wir uns auch nie wieder. Ist alles in Ordnung, es ist alles in absoluter Ordnung, aber ich zwinge mich nicht mehr, ich vergewaltige mich nicht mehr, Zeuge von einem Schauspiel, Zeuge von einem Spiel zu sein, das ich selber nicht geschrieben habe. Ich schreibe mein eigenes Leben, ich schreibe meine eigene Personality, alles aus dem Divine Design heraus. Nichts und niemand zwingt mich, keine Ansichten dieser Welt können mich zwingen, irgendwo hinzugehen, mit irgendwelchen Leuten über irgendetwas zu reden, was mir nicht entspricht. Das ist nur der Kopf, der sagt, du musst dich anpassen, du musst dich einpassen, sonst bist du alleine, sonst kriegst du nichts, sonst hast du nichts. Das ist Blödsinn, das stimmt nicht. Das stimmt einfach A bis Z nicht. Du bist der Nabel deiner Welt. Punkt. Und die Menschen, die dazu passen, die Mindsets, die Ansichten, die Rückschlüsse, die kommen, in deine Welt. Und natürlich geht es darum, dass du sagst, okay, ich will XY in meiner Welt haben, also muss ich XY so sehen, dass er zu mir passt. Aber die wenigsten tun das. Die machen sich passend, damit sie in die Welt von XY einsteigen. Du scannst einen SP, der hat irgendeine kleine Sache, die gefällt dir, wo du glaubst, das habe ich nicht oder das brauche ich oder davon will ich mehr. Und dann willst du die Nähe von einem SP und verbiegst dich. Aber du hast die Macht, den SP zu verbiegen. Aber das geht nur, wenn du dich nicht mehr verbiegst. Du kannst dein ganzes Umfeld, du kannst alle Menschen verändern. Aber das kannst du nicht machen, wenn du dich veränderst. Und deswegen kannst du nicht bei dir bleiben, wenn du immer irgendwo hingehst, irgendwo dabei sein willst, wo du eigentlich gar nicht dabei sein willst. Weil du glaubst, du verpasst was, weil du glaubst, dir geht was verloren. Aber im Gegenteil, du machst Platz für die Dinge, die du haben möchtest. Und das wird alles verteufelt, was ich hier sage, weil der Verstand sagt, das ist Egoismus, das kann man nicht so machen. Kann man nicht so machen. Aber man macht es sowieso. Du bist immer der Nabel der Welt. Und wenn du dich zum verschissenen Nabel der Welt machst, ja gut, weil du nicht gut genug bist, zum Nabel der Welt, der abgelehnten Person, der nicht gewollten Person, der falschen Person, der Person, die nicht sagen kann, was sie denkt, die ihre Wahrheit nicht leben kann, ja gut, dann machst du dich falsch. Und dann lebst du das Leben einer Person, die falsch ist. Und dann gehst du auch immer wieder irgendwo hin, wo du dich falsch fühlst. Und es ist so wichtig, dass du begreifst, du musst das nicht tun. Du darfst wählen. Und das wird oft falsch verstanden, wenn es heißt, ja, du kannst deinen SP verändern. Du hast deinen SP zu dem gemacht, was er ist. Du hast die ganze Welt zu dem gemacht, was sie ist. Und sie passt zu dir, zu deinem jetzigen Seinszustand, zu deiner jetzigen Ansicht über dich selber, zu deinem jetzigen Selbstkonzept. Passt vollkommen. Aber passt es für dich? Ist es das, was du willst? Das Zeug, dein Leben passt super gut zusammen, so wie es jetzt ist. Aber willst du der Nabel der Welt von so einem Leben sein? Wenn das nicht so ist, dann musst du dich als Nabel der Welt verändern. Und wenn ich der Nabel der Welt in meiner Veränderung bin, in meiner veränderten Realität, dann zwinge ich mich doch nicht in Realitäten einzusteigen, in denen ich nicht sein will. Das heißt, ich gehe nicht in Gesellschaften, wo es mir nicht gefällt. Ich schaue mir keine Filme an, die mir nicht gefallen. Ich höre keine Nachrichten, die ich nicht hören will. Ich rede nicht über Themen, über die ich nicht reden will. Egal wann, wo und wie und mit wem. Und wenn da ein Thema oder irgendeine Dynamik entsteht, wo ich sage, nee, danke, dann gehe ich. Und wenn ich nicht gerade physisch gehen kann, also körperlich mich entfernen kann, dann gehe ich mental daraus. Und wo gehe ich denn hin? Zu mir.
da, wo es schön ist, da, wo ich mich wohlfühle, da, wo ich die Dinge so sehe, wie sie sich für mich gut anfühlen, dahin gehe ich. Und das ist Selbstermächtigung. Und alles andere, bla bla, das dir noch erzählt, du müsstest aber so und so und du bist sozial inkompatibel oder du bist asozial sogar, wenn du dich zurückziehst dahin, wo du sein möchtest. Nein. Das Problem ist nur, dass die meisten sich zurückziehen zu sich, sagen, alles andere, ich will nichts damit zu tun haben und vergessen, den nächsten Schritt zu tun und zwar sich und die Welt so aufzubauen, wie es ihnen gefällt und dann in dieser Welt zu leben, Erlebnisse zu generieren, sich wohlzufühlen. Das ist es, was die meisten vergessen, das zu machen. Dann die Power herzunehmen und zu sagen, so will ich es haben, so will ich es haben, so will ich sein, so will ich leben, so will ich denken. Das will ich sehen in meinem Leben. Diesen Schritt, diesen wichtigen Schritt verwehren sich viele. Sie ziehen sich zwar zurück zu sich und leben dann ein Leben einsam oder mit ihrem Hund oder sonstigen Haustier. Aber das ist auch nicht gedacht. Das ist vielleicht der erste Schritt, um sich zu reinigen, um sich zu klären, um zu sich zu finden. Aber dann gehe ich mit mir in die Welt. Dann gehe ich mit mir raus. Dann gehe ich mit mir zu Menschen. Dann erlebe ich mich. Dann erfahre ich mich. Und was hat dann Blutsverwandtschaft zu sagen? Nicht. Ich bin verwandelt mit allem, was mir entspricht, bin ich verwandt. Das ist mein Raum, das ist mein Leben. Das sind meine Verwandten. Das ist mit mir verwandt, verwandt verbunden. Und nichts anderes. Keine Labels, kein Blut, keine gesellschaftlichen Strukturen, nichts. Ich bin der Master. Ich meistere meine Energie, ich meistere meinen Seinszustand und ich sorge dafür, dass ich das leicht machen kann, dass ich es nicht schwer haben kann. Das heißt, ich setze mich in einen energetischen Raum und lasse dort nur Match, energetischen Match zu mir zu. Und wenn dann gewisse Personen nicht da drin sind. Warum sollte mich das stören? Die sind halt gerade kein energetischer Mensch. Und die kommen rein, wenn ich sie als Mensch sehen kann. Wenn ich das aber nicht hinkriege, weil ich so eine lange Geschichte habe, weil ich so tiefe Verletzungen habe, ja, don't be. Jemand, der mich mein halbes Leben lang gequält hat, psychisch oder physisch. Klar kann ich den hinterher ins Divine Design setzen, weil jeder hat seine reine, klare Seele. Den meisten gelingt es aber erst, wenn diese Person, die einen so gequält hat, komplett weg ist. Vielleicht sogar körperlich weg. Das heißt gestorben. Und dann können sie Frieden finden. Dann können sie eine Divine Design Kommunikation in sich mit dieser Person einen Frieden finden. Weil die physische Nähe nicht mehr da ist. Dieser Frieden muss übrigens immer gefunden werden. Egal, ob jemand gestorben ist, du musst es schaffen, dieses Divine Design für dich zu leben und zu erkennen, dass jeder andere auch Divine Design ist. Und wenn diese Person aber hier in diesem Human Design so verankert ist und du es nicht schaffst, diese Person jetzt und hier zu schiffen, bist du nicht schlecht, dann bist du nicht ein Meister des Divine Designs. Das heißt es doch gar nicht, das alles. Sondern es heißt einfach nur, ich krieg's nicht hin, diese Person in ihrem Divine Design zu sehen. Also lasse ich diese Person in ihrem Human Design stehen und gehe weiter in meinem Divine Design Leben. Und da hängen viele so fest, sei es SP oder sei es Blutverwandte. Wenn die Geschichten so stark sind und ich es nicht hinkriege, die loszulassen, dann darf ich sie sein lassen und sagen, es betrifft mich tatsächlich nicht mehr. Diese Personifizierung
eines Human Designs betrifft mich nicht mehr. Ich gehe meinen Weg. Und diese Erlaubnis sich zu geben und nicht zu sagen, ja, aber jetzt heißt es doch, ich bin der Meister und ich kreiere alle Menschen da draußen. Ja, aber ich bin auch Mensch. Ich bin auch Mensch. Und es ist alles absolut möglich. Aber wenn ich es gerade so nicht schaffe, dann brauche ich doch ein Management davon. Und dann muss ich mich auch respektieren und sagen, ich will aber dieses Human Design nicht managen. Ich will es nicht in meinem Divine Design Raum drin haben. Ich gehe da weg. Und meistens ist es halt so, dass die Personen sich dann halt hinter unserem Rücken, weil wir die Aufmerksamkeit auf uns, auf unsere anderen Sachen gelegt haben, in ihr Divine Design begeben. Sei es, dass sie tatsächlich sterben irgendwann mal. Weil Zeit ist kein Faktor. Das heißt, du kannst dich voll darauf verlassen, dass jeder, spätestens wenn er seine physische Form verliert, ins Divine Design geht. Darauf kannst du dich total verlassen. 100%. Das passiert immer. Diese Human Design Energie, diese Limitierungen, diese Beschränkungen, diese Ängste, diese ganzen Programmierungen, die wir aus diesen Beschränkungen heraus machen, Leute ablehnen, erniedrigen, bösartig sein und so weiter und so fort, was das Mensch macht halt, aus diesen Beschränkungen raus. Wenn der Mensch aber nicht mehr beschränkt ist, sondern plötzlich merkt, ich bin eigentlich göttliche Energie, dann geht dieses ganze menschliche, beschränkte, unterdrückte, schmerzende Konzept weg. Wenn es dein Kopf das hinkriegt und sagt, ja gut, diese Form, diese Hülle, dieser Ausdruck der menschlichen Beschränktheit in Angst, Unterdrückung, Attacken, Bösartigkeit, schmerzbringend, hat mit mir gar nichts zu tun, ich bin nicht affected. Dann kannst du mit jedem zu tun haben. Aber die Frage ist immer noch, warum solltest du deine wertvolle Lebenszeit mit solchen Dingen verbringen, während du doch gleichzeitig es leicht haben kannst, es fluffig haben kannst, es schön haben kannst, es im Fluss haben kannst. Frag dich das. Willst du jedes Human Design, jedes schmerzliche Geschichte transformieren oder willst du einfach aussteigen und sagen, ich habe damit nichts mehr zu tun? Und daraus ergeben sich all diese Wunder, daraus ergibt sich all die Fülle, weil du in Fülle lebst. Aber wenn du dich immer wieder in Beschränkungen reinsetzt, dann wirst du sie erleben. Und Blutsverwandtschaft ist nun mal auch eine krasse Beschränkung. Was weiß ich nicht, noch alle diese Geschichten in unserem Kopf. Ja? Wer hat denn mal gesagt, ich meine, wir sind doch alle blutsverwandt, hallo? Irgendwie. Sind wir blutsverwandt? Wir sind alle irgendwie verwandt. Wenn wir nur weit genug unsere Stammbäume zurückverfolgen, dann sind wir alle verwandt. Also, kann das ja wirklich kein Faktor sein. Aber ich will meine energetischen Verwandten, die will ich haben. In meiner Welt. Das, was mir gut tut. Was in meinem Divine Design ist, tut mir gut. Alles andere muss ich nicht bedienen. Ja, ihr Lieben, es ist so, so viel Schmerz da in unserem Mensch. So viel Schmerz. Mensch generiert Schmerz. Menschliches Design generiert Schmerz, um irgendwann mal sich zu erheben, aufzusteigen in sein energetisches Design, um die Schmerzen loszulassen. Was ist es? Schmerz ist nur wegen Form, Zeit und Raum. Gehe ich da raus, ist da nichts mehr. Und ich kann mit meinem Verstand, mit meinem Bewusstsein hingehen, wo ich will. Also gehe ich doch bitte dahin, wo es sich toll anfühlt. Weil es ist möglich. Es gibt immer einen Bewusstseinsraum, denn Divine Design Bewusstseinsraum, der sich nach Liebe, Fülle und Erfüllung anbietet. Geh rein.
Aber du kannst nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Du bist die eine in einem Bewusstseinsraum. Also, ich habe übrigens in unserer Community heute nochmal das Ich bin der Raum, diese Soundscapes, die ich fast ja, vor mehr als 2 Jahren erstellt habe. Die sind auch hier übrigens auf YouTube. Ich bin der Raum, in dem ich alles bin. Es geht 5, 6 Minuten, diese Soundscapes. Suchst du hier. Ich bin der Raum, hat es. Und das füllt dich mit dem Divine Design, das du wirklich bist. Und es hilft dir, diese Sachen mental zu verstehen, die ich dir erzähle, so dass sie tief in dich reinsickern und deine einzige Wahrheit sind. Und das andere Zeug, was nicht zu dir gehört, das geht weg. Es geht weg. Aber du musst da bleiben, wo es rein ist, wo es sauber ist. Bis du so rein, klar wie ein Diamant bist, dass alles von automatisch sich entfernt. Und dass dein Kopf nicht sagt, oh, das hat sich jetzt entfernt, sondern dass dein Kopf sagt, oh, das war gar kein Match zu mir. Zum Glück ist es jetzt nicht mehr da. Das ist automatisch, hat sich das verflüchtigt. Und so passiert es. Aber der Kopf sagt immer, es ist nicht gut, wenn was weggeht. Ja doch, alles, was nicht zu mir gehört, geht weg. À la Michelangelo, der gesagt hat, als er gefragt wurde, wie hast du die David-Statue aus diesem Marmorblock gemeißelt? Dann sagt er, ich habe alles weggemeißelt, was nicht zu David gehört. Das ist unser Job. Das ist unser Job. Das ganze Human Design wird weggemeißelt, es bleibt nur noch Divine Design übrig. Das bin ich, das bin ich. Da brauche ich nicht hingehen und sagen, wo ist die Scheiße, die nicht zu mir gehört. Muss ich es loslassen, das ist loslassen. Es gehört gar nicht zu mir. Das ist falsch, das ist ein Fehler. Also holt euch diese Soundscapes. Wenn ihr noch nicht in der, wir sind Divine Design Community, seid, kommt unbedingt da rein. Da siehst du, wie du dich da managst, genau in diesen Sachen, in diesen Situationen. Wenn solche Situationen aufkommen, bist du mit ganz vielen Menschen, die dich unterstützen, aus dem Divine Design heraus. Und nicht das, was halt der Mensch, wenn du hingehst und sagst, oh, ich bin so verletzt, der hat mich verlassen, der hat mich gelogen, der hat mich betrogen. Und sagt deine Freundin, oh, du Arme, so ein Arschloch. In unserer Wir sind Divine Design Community kriegst du solche Antworten nicht. Sondern das geht dann auf dich zurück. Oh, wieso fühlst du dich noch verletzt? Wieso bist du in deinen Augen jemand, der belogen und betrogen wird? Warum? Das ist der Weg aus der ganzen Serie. Oh, jetzt sehe ich da. Dankeschön für die lieben Grüße. Jetzt sehe ich deinen Kommentar. Mega, mega schön. Ja, ich drehe mal ganz kurz noch die Kamera um, wenn wir hier schon live sind, ihr Lieben. Ich sitze da gerade hier. Drüben ist mein Frühstückscafé. Da vorne ist der Strand. Und ja, ich hatte gerade meinen CEO-Day. Ich freue mich so mega auf alles, was nächstes Jahr kommt. Ich habe zum ersten Mal eine klare Vorstellung, was nächstes Jahr alles passieren darf in meiner Welt, in meinem Leben. Und das ist für mich auch total neu, dass ich genau weiß, das will ich erleben, das will ich erleben, das will ich erleben, das will ich erleben. Das sind Erlebnisse für mich. Es sind Angebote für euch, für die Community. Es wird alles größer, es wird alles noch englischer, weil auch hier in Europa können wir uns halt auf Englisch so gut vernetzen. Und ja, ich möchte, dass ganz, ganz viele Divine Design Experten, Mentoren, Mentorinnen, Coaches entstehen, dass auf der ganzen Welt sich das, diese Klarheit, diese Wahrheit endlich verbreitet. Die Menschen nicht mehr leiden müssen, dass sie wissen, wo der Schmerz herkommt, dass sie wissen, dass sie nichts mit dem Schmerz zu tun haben und wissen, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um? Wer bin ich wirklich? Was kann ich wirklich haben? Alles ist möglich. Das Leben ist so wunderschön, wenn ich diese ganzen Lasten ablege. Ja, danke. Ich lasse es mir
mega, mega gut geht. Ich muss euch, Helikopter. Ehrlich sagen, ich habe jetzt nur noch 9 Tage hier. Aber ich freue mich auch riesig, euch dann alle in den Arm schließen zu dürfen in Wien, mit euch Glühwein zu trinken, Weihnachtsmarkt zu gehen, die Weindesign-Fest in Wien zu feiern, noch tiefer reinzugehen in unser Divine Design. Wirklich diese Love Affair mit dem Divine zu feiern, untereinander, miteinander, jeder für sich. Jeder für sich, das ist für mich auch so ein wichtiges Ding, ja. Dieses ganze Sisterhood und Brotherhood und Community, es muss richtig gelebt werden, ja. Es geht nicht, auch hier nicht drum, mich einzufügen, ja, nicht Teil von etwas zu machen, sondern etwas ist Teil von mir. Und das gehört gelebt zusammen. Und das ist auch für viele so, oh, wenn ich jetzt in der Community dabei bin, dann muss ich mich da einpassen. Und das ist genau das, was ich eben nicht will. Wir sind Divine Design Community, hat jeder, ist jeder der Name der Community. Jeder darf sich so verhalten, jeder tritt so auf, jeder teilt sich so dort mit. Das ist meine Community. Nicht meine Patricia, sondern jeder als Mitglied weiß, das ist meine Community. Und ich bin Teil von einer Community. Das ist doch so ein ganz anderes Ding, oder? Es fühlt sich doch so anders an. Ich wollte nie Teil einer Community sein. Ich wollte mich nie einordnen, nicht unterordnen. Ich wollte eben genau das, was ich gesagt habe, Blut, niemals irgendwie irgendwelche Glaubenssätze, Überzeugungen übernehmen zu müssen. Aus Mangel und Beschränkung heraus, um dazu zu gehören, um zu. Und deswegen ist wir sind Divine Design auch nicht so eine Art von Community, sondern es ist die Community von dir. Wenn du dabei bist, es ist deine Community, egal wo du hingehst. Es ist dein Fest, es ist deine Party, es ist dein Raum. Und das ist so wichtig, wenn ich das leben kann, dann fühle ich mich eben frei und nicht mehr beschränkt, nicht mehr eingegrenzt, nicht mehr unterdrückt. Ich muss nirgendwo dazugehören. Alles gehört zu mir sowieso schon. Wie schön ist das? Wie frei ist das? Und ich wähle, was zu mir gehört. Und das, was nicht zu mir gehört, das lasse ich los. À la Michelangelo und David. Ich bestimme, was zu mir gehört. Und das, wo ich nicht möchte, gehört nicht zu mir. Das ist Divine Design Denken, das ist energetisches Denken, das ist so logisch. Alles, was Sachen zu mir verbindet, die ich nicht haben will, die kommen aus der Logik, die kommen daraus, aus Glaubenssätzen, aus Überzeugungen. Das ist es, sonst nichts. Also ihr Lieben, es war super, super schön mit ihr, euch hier live geplaudert zu haben. Gebt mir mal ein paar Fragen, Kommentare drunter unter dieses Video. Ich kann euch nur einladen nach Wien. 249 Euro, ein ganzes Wochenende Divine Design Community Party, Divine Design Fest. Ich kann euch nur einladen, ja, zu kommentieren und euch zu zeigen und zu wissen, das ist deine Welt. Es ist deine Welt. Also zeig dich, wie du dich zeigen würdest, wenn sich die Erde nur für dich dreht. Also in diesem Sinne, bis ganz bald. Tschüss.